rein. Oh, sch! What? Morgen, Jungs! Und Mädels. Endlich wieder SCP Containment Breach. Wir haben immer noch die Version 1, 2, 3. Wir sind noch nicht tot. Welche Probleme hatten wir letztes Mal? Problem Nummer 1, wir hatten keine Zeit. weil wir nur den einen Tag aufnehmen konnten und noch ins Kino wollten. Paranormal Activity. Das darfst du nicht sagen, wir hatten einen wichtigen Termin, nicht Kino. Nee, es war ja ausgemacht, das haben wir ja so gewollt. Ja, wir hatten ja die Karten schon gekauft. Ja. Und wir hatten eine Zuschauer-Map, die nicht spielbar war. Ja. Deswegen nochmal die Bitte, wenn ihr uns Maps schickt, testet die vorher bitte selber, ob man die überhaupt schaffen kann. Nicht, dass da irgendwelche essentiellen Events deaktiviert sind. Da gibt es so Häkchen, die muss man setzen, dass bestimmte Sachen ja, aber ganz ehrlich, das kann man jetzt wirklich auch auf den Map-Creator... Guck mal, wieso geht da Ding? Der geht nicht. Siehst du, sie wenden nicht an. Siehst du, sowas meine ich. Und, Oh, Achtung! Das ist ja jetzt keine, Zuschauer-Map. Das ist random. Das ist random. Mal wieder. Aber da passiert das scheinbar auch mitunter. Versuchst du heute durchzuspielen, ja. Ist da nicht ein Electrical Scheiße, ja? Ja. Kann ich halt. Ich hab die Augen zugelassen, keine Ahnung wieso. Okay. Ja, testet die bitte einfach vorher und wenn das klappt, dann können wir sie auch spielen. Ansonsten investieren wir unsere Zeit da rein, dann gibt es Enttäuschung und die Episode ist nicht verwendbar. Und es kommt kein Video. Ja. Alle fragen sich, wo sind wir? Ja. Müsste aber bitte diese tiefe Ambient. Ich kann die Sounds jetzt wieder lauter machen. Dann ist auch etwas immersiver für uns. Immersiver. Ja. Immer diese Fachbegriffe. Was ist das? Das ist doch eigentlich dieser Schädelraum, aber eigentlich nicht. Ja, den gibt es einmal als Raum mit der Tür dann, wo es dann da reingeht. Zum Schädel eben. Und dann einmal so als Durchgang los. Ich möchte heute mal wieder richtig erschrecken. A couple of new designed rooms oder sowas. Ja. Stein aufnehmen. Ne, die brauchen wir nicht, oder? Brauchen wir die? Eigentlich nicht. Und ich habe auch, weiter. Jetzt kommen wir eigentlich ohne Ring rein, aber ich habe keinen Keycard. Ist der im Update oder was? Ja, glaub schon, oder? Dass der das jetzt gefixt hat mit den Kameras. Safe lieber davor. Ja, aber ich komme eh nicht rein. Achso. Hab er noch nichts. Dann mach mal schneller hier. Mit leeren Händen geht es schlecht. Das heißt, wir müssen jetzt eine Loot-Chest finden. Na, sowas müsste es eigentlich auch geben. So Kisten, die irgendwo in der Map verstreut sind, wo dann meinetwegen so zwei Keycards, eine Batterie vielleicht. SCP 500. Das wäre auch langweilig. Halt wirklich zufällig, irgendwelche Items, ich weiß. Deswegen kann ich mich schon around. Gut, dass nicht mehr dieser Soundbug kam. Ah ja, hast du ja auch gerade gehört? Ja, ne, aber da kommt doch manchmal so ein Fehler, wenn man da reingeht, dass irgendeine Ock fehlt. Achso, ja. Und dann poppt dann die Konsole auf und wir sind verwirrt, weil wir denken, das Spiel spricht, dass da wieder abstürzt. Das Gemälde übrigens, man sieht wirklich, wenn man einen Ring drauf hat, sieht man weiß und wenn man nicht drauf hat, ja gut, das haben wir jetzt da in diesem All-SCP-Video. Genau, in dem All-SCP ist es mir dann, hat es meine Annahme nochmal bestätigt. Und mit Ring eben sieht man nur eine weiße Leinwand. Ja. Die ist auch wahrscheinlich, ich denke mal, die ist weiß und das, was man da sieht, ist diese mentale Beeinträchtigung. Ja, das ist so wie der Spiegel bei Harry Potter. Genau. Dass jeder etwas Individuelles sieht. All-SCP-Video mal anschauen. Lass mich Werbung machen. Ja, aber ich glaube, die Zuschauer, die jetzt dieses Video sehen, die haben auch das All-SCP-Video gesehen. Ja. Hauptsächlich also es ist, Abonnenten. Ich habe versucht, so viele neue Szenen wie möglich reinzubauen. Ja, war doch gut. Außer die, wo richtig gut waren. Zum Beispiel, du kennst dieses Woll-Ding mit den Augen, ne? Die war einfach richtig gut. Wo wir das erste Mal das gesehen haben, fand ich echt gut. Wurde. Do it? Nein. Ja, da haben wir nicht mehr verstanden, was der labert. Ja, eben, wir waren halt so voll planlos. Das ist halt immer do schön. It, don't. Schön anzusehen. Ah, erstes Item. Die Hand.
Und bei dem Automaten haben wir. Hier, den Automaten haben wir seit 100 Episoden oder so. Deswegen übertrieben, aber schon ewig nicht mehr benutzt, weil man macht es halt einmal und es ist lustig und dann macht man es nie wieder. Ja. Ja, kann man sich da irgendwas Nützliches machen? Hier oder sowas geht ja da, ne? Live vielleicht? Live oder, ich weiß nicht, 420 hilft, glaube ich, auch. Echt? Im Real Life, du Opfer. Real Life. Medizinische Anwendung und so. Ja. Real Life hilft. 420, wirklich. So, im Real Life, du Opfer. Achso. What the fuck? Der ist nimmer lang da. Wenn du wüsste. Dass er sich gleich erschießt. Die sind blöd. Hui. War das das Event mit dem Typen im Aufzug? Ich glaub schon, ja. Shepard's ein bisschen übertrieben. Hm. Und es kommen viele kleine Mausbugs. Merke ich jetzt so. Also nicht übertrieben so brrrt, aber so Viertelumdrehungen sind manchmal drin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so im Bild sieht. Vor allem bei Betreten von Räumen. Aber die Version 1, 2, 3, die ist grundsätzlich eher als instabil zu betrachten, oder? 1, 2, 3? Ja, also die wir jetzt aktuell spielen. Bis jetzt läuft es noch, ne? Ja, jetzt, bis jetzt, gut. Aber die letzten paar Mal. Auch mit diesen Fehlern, mit den Sounds. Ah, okay. Ein neuer Raum. Scheiße, wie komme ich da durch? Ich muss ihn herauslocken. Das ist blöd. Du musst rauskommen. Keine Gasmaske, ich komme da nicht durch, wenn der da drin ist. Oder was sagst du? Ist er da drin? Also ja. Rauskommen. Ich sag nicht, der ist blöd. Oder mittlerweile. Du könntest einen Schritt rein und dann machen. Kann auch sein, dass er mittlerweile jetzt plötzlich nicht mehr drin ist. Ja. Probier's mal. Wobei. Oh, sch! What? Gut, warte, du glänzt hier. Ja, ja, ja. Oh, nein, 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 nein. Das hat gelaggt, ne? Ja, da habe ich doch gesagt, das stacken, wenn wir neue Räume betreten, dann ist da meistens ein Mausbug dabei. Oder der speichert, der registriert die Bewegung, die du mit der Maus machst und aber führt die dann erst nach dem Lag wieder aus, ja, wenn du die Maus dann nicht mehr bewegst. Ja. Bescheuert. Jetzt? Machen wir noch einen, oder? Es hat nichts passiert, ne? Mach nochmal einen. Mach nochmal einen, okay. Map Seed. Können wir denn noch ein neues anschauen? Neues. Wir haben alles gesehen, ne? Ich habe ja ein All-SCP-Video gemacht, also haben wir alle SCPs gesehen. Ja, und es wäre jetzt nur ärgerlich, wenn jetzt die Version 1, 2, 4 oder so kommt und dann zwei neue SCPs drin sind, die dann nicht mehr in unserem All-SCP-Video drin sind. Stimmt. So ja. Kurz, aber kurz in, darauf. In den Minor Updates. SCP stands for Special Containment Procedures. In den Minor Updates kommen keine neuen SCPs, glaube ich. Die kommen immer nur in den. Also, weißt du schon, großen Updates. Ja. Nicht einfach mal so eins zwischen nein. Nee. Wobei einmal kam der Teddy, aber der, was hat er da geschrieben? Da hat er gar nicht geschrieben, was für ein SCP kam, sondern einfach ein Special Edition. Ja. Ein Easter Eggish SCP Edition. Genau so, ja. Die Ente ist auch ein SCP. Aber in dem. Aber welche Nummer? Hab sie nicht. Ich hab's, doch, ich hab mal nachgeschaut. In dem SCP Container Breach Wiki ist die nur nicht mit Nummer aufgeführt. Aber eigentlich hat die eine Nummer. Du musst schnell vorbeirennen. Ja. Du musst schnell vorbeirennen. Ich weiß, oder guck erstmal in die andere Richtung. Vielleicht ist es ja besser. Weiß man ja erst, nachdem man es ausgeforscht hat. Siehe da. Oh, scheiße. Aber hier bekommen wir schon ein Level 2. Das ist gut. Die brauchen wir. Ohne Griff. Weißt du doch. Ja. Früher konnte man ohne Keycard durchspielen. Einmal haben wir es geschafft. Ja. Das war noch Zeit.
War aber ohne Clem, oder? Ich frag das, glaube ich, jedes Mal, wenn wir uns unterhalten. Ja, ich glaube, keine Ahnung. Aber diesmal habe ich schon mal bessere Voraussetzungen. Ich setze sie wieder ab. Natürlich. Oh. Kleine Stamina. Haben wir schon über Paranormal Activity in irgendeinem Video geredet? Nee. Was kann man dazu sagen? Du machst eine Review, oder? Ja, also ich finde die Filme, die haben von Teil zu Teil eigentlich abgenommen. So die ersten zwei waren noch die besten, finde ich. Ich bin mal den gucken können, aber es war irgendwie nichts Neuartiges und die Jumpscares waren größtenteils vorhersehbar. Aber waren ein paar gute dabei. Ja, man ist immer irgendwie so leicht zusammengezuckt, weil es ja auch so im Kino halt dann so laut ist, ne? Die haben ein ganz anderes Soundsystem. Dann zuckst du halt einfach zusammen, aber man hat es schon immer so gewusst, wenn es kommt. Also ich glaube, wenn ich den Film alleine daheim geguckt hätte, wäre es besser. Und dann wäre es bei mir, glaube ich, besser rübergekommen einfach. Also ich weiß noch, den ersten Paranormal Clip, die habe ich allein geguckt und das war schlimm. Und deswegen bin ich auch Fan von der Serie geworden, aber wie gesagt, der letzte Teil, der war jetzt nicht so der Burner. Man hat das Böse einfach zu bald gesehen, ne? Ja, das auch. Aber ich fand ihn besser als den davor. Das war doch irgendwie so Südamerika oder so. Irgendwie sowas, ne? So ein Slum oder so war das. Nee, Slum nicht, aber. Ja, aber ich glaube, den fand ich besser. Da waren wir auch drin, ne? Ja. Ich glaube, den fand ich blöd. Der war eher so auf lustig gemacht. Fand ich. Jetzt könnte ich eigentlich wieder zurück zu dem Anfang gehen, oder? Wenn ich wüsste wie. Weil jetzt komme ich in die Level 2 rein. Und es gibt doch diesen einen, der nichts mit der Serie zu tun hat, diesen in Japan, oder? Ja, das ist ein Extra, genau. Hast du den gesehen? Ja, den hab ich gesehen. Den fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Der war auch nicht schlecht. Ja, das waren diese gebrochenen. Wir dürfen nicht spoilern, aber. Wir spoilern nicht. Weißt du, die mit den gebrochenen Beinen. Kennen Sie die Filme noch? Nee. Okay. Ey, wir müssen den anschauen. Ja. Können wir machen. Heute? Ja. Ich hab ihn. Sehr gut. Kommt voll auf diese Runde. Wahrscheinlich läufst du in so einem Kreis, bist gefangen mit der Infos-Schleife. Gar nicht möglich, aber egal. Pass auch mal mit auf. Ja, man könnte eine Fehlerkreuzung und drei solche machen, oder? Braucht man eine Map? Nicht dann den Ring. Spritz. So, jetzt wieder links. Ich glaube, jetzt in dieser Session bin ich dann noch nicht durchgegangen, ne? Durch den 939 Tunnel. Das war davor. Ich komme da immer durcheinander, wenn wir zwischen den SCP-Spielen keine Pause machen. Memory Access Violation! Ja, damit ist die Episode vorbei. Es ist eigentlich nichts Spannendes passiert. Ja, aber ihr wisst, das ist die Version 1, 2, 3. Ja, wollen wir sie erst wieder spielen, wenn ein Update kommt vielleicht? Ich weiß nicht, wir können auch eine Episode einfach aufnehmen. Und wenn sie genauso scheiße ist wie die, dann laden wir sie, glaube ich, auch nicht hoch, oder? Ja. Ja, was sagt ihr dazu? Wollt ihr so langweilige Episoden wie die jetzt weiterhin sehen? Nein, es gibt ja nichts Neues, wir haben alles gesehen, alles ausprobiert. Müsst ihr entscheiden. Genau, schreibt es mal in die Kommentare. Weil dann können wir uns die Zeit nämlich sparen und stattdessen andere Videos machen. Ein anderes spielen. Und gucken ja immer so, was es an neuen kleinen Horror-Spielen gibt. So wie jetzt das I Remember This Dream zum Beispiel. Ja. Oder Silent Nights. Oder Power Drill Massacre. Ja, es gibt bessere und schlechtere, aber... aber das... Ich vergesse den Namen immer, I Remember This Dream. Ich denke immer an die Abkürzung IATD. Das fand ich schon richtig gut. Ja, also, es ja. Schweift schon wieder aus. Eskaliert. Und, ja, wie immer. Bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal. Tschüss.